Ist Zyperngras wirklich so gefährlich für Katzen? Ein Miau-Katzen-Podcast Shorty. Das Zyperngras Cyperus cumula ist bei vielen Katzen ganz besonders beliebt, denn es ist so herrlich knackig. Genau wie Weizen oder andere Keimgräser wird es im Handel als sogenanntes Katzengras angeboten. Allerdings hört man immer wieder davon, dass das Zyperngras bei Katzen zu gesundheitlichen Problemen geführt hat. Manch einer warnt sogar ausdrücklich davor, seiner Katze Zyperngras anzubieten. Denn es hat den Ruf, dass seine störrischen Halme gerne mal im Rachen der Katze stecken bleiben können. Und ja, das kann auch tatsächlich passieren. Aber es gibt wie immer ein Aber. Dazu ein paar Hintergründe. Grundsätzlich ist die Beschaffenheit der Zyperngrashalme eher fest und im Vergleich zu den sehr weichen Keimgräsern eher störrisch. Aus diesem Grund werden von verantwortungsbewussten Gärtnereien nur die sehr jungen Zyperngraspflanzen in den Handel gebracht. Je älter eine Zyperngraspflanze wird, desto länger und fester werden die Halme und damit steigt dann das Risiko, dass sich ein störrischer Halm im Rachen der Katze verfängt. Ein weiterer Knackpunkt ist die Art und Weise, wie die einzelne Katze an den Halmen knabbert. Manche Katzen knabbern nur kurze Stücke von den Spitzen der Grashalme ab, die dann in der Regel problemlos verschluckt werden können. Andere Katzen hingegen, wie zum Beispiel mein Pauli, knabbern seitlich bzw. rupfen die Halme nah am Boden ab. Und diese Halme sind dann natürlich bedeutend länger und können sich dadurch eher im Rachen der Katze verfangen. Es kommt also einerseits darauf an, welchen Zustand die jeweilige Pflanze hat. Die Pflanzen sollten also noch sehr jung und zart sein. Und der Standort in der Sonne fördert das Wachstum und damit auch die Scharfkantigkeit der einzelnen Halme. Auch wenn die Pflanzen länger haltbar sind als die Keimgräser, sollten sie ausrangiert werden, sobald die Halme zu widerspenstig geworden sind. Und zu guter Letzt, die Vorgehensweise, wie die jeweilige Katze die Halme beknabbert, trägt stark dazu bei, ob der Verzehr unproblematisch oder eher problematisch verläuft. Wenn man also auf eine junge Pflanze achtet und die Katze einen angemessenen Knabberstil an den Tag legt, dann ist Zyperngras in der Regel unproblematisch. Gab es jedoch bei der jeweiligen Katze schon mal Schwierigkeiten beim Knabbern, sollte das Pflanzenangebot sicherheitshalber auf das Bedürfnis der Katze angepasst werden. Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts. Besuche www.katzen-podcast.de und abonniere auf einem Kanal deiner Wahl, um keine Folge mehr zu verpassen.